Wir kommen dann jetzt hier zum Praxisbericht von Robert Wasser, und zwar über ein regeneratives Speicherkraftwerk. Warum das so heißt, den Namen, den gibt es eigentlich noch gar nicht so lange, die Technologie schon etwas länger, aber wir haben uns, oder er hat sich das, oder einige von uns hatten sich mal diesen Begriff überlegt, weil es eben um die Energiespeicherung geht hier. Ja, Robert, darf ich dich dann bitten, vorzutragen, bitte. Und ja, sehr gerne. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ich lege direkt los. Es geht um das regenerative Speicherkraftwerk. Das ist der Oberbegriff für die flexiblen Anlagen, die wir in der Vergangenheit aufgebaut haben und aktuell auch weiter aufbauen. Wer sind wir? Vielleicht einmal hier eine grobe Übersicht über die Energetik. Die Energetik gibt es seit 2014 und Energie und Ethik ist im Grunde die, da kommt der Name her. Wir wollen eine ethisch vertretbare Energieversorgung aufbauen und sehen, abweichend vielleicht von dem Mainstream, wenn man das mal so sagen darf, sehen den Schwerpunkt und die besondere Bedeutung der Bioenergie und wollen insbesondere diese Vorteile nutzen und der Bioenergie und insbesondere auch Biogasanlagen in Deutschland, die wollen diese Anlagen so weiterentwickeln, dass sie auch langfristig in einem zukünftig sehr stark veränderten Energiemarkt einen Platz haben. Dafür bauen wir vorhandene Anlagen um und machen aus den Schwächen aus der Vergangenheit, die gegen Biogas gesprochen haben, Stärken, die zukünftig die besondere Rolle der Bioenergie hervorheben und die Fähigkeiten, die nur Biogas hat im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energietechnologien, die bringen wir mit unserer Arbeit zu besonderen Geltung. Das bedeutet, also warum machen wir das überhaupt? Also aktuell sind Biogasanlagen leider immer noch zum großen Teil Anlagen, die im Dauerbetrieb ohne oder mit wenig Wärmenutzung und mit hauptsächlich Maiseinsatz fahren. Und wir wollen daraus hochflexible Anlagen machen, die ihre Wärme nutzen und alternative Substrate einsetzen, die gleichzeitig ein CO2-Senkungspotenzial haben. Wobei da sind hier andere Referenten, die das Ganze detaillierter beschreiben. Um das Thema noch einmal kurz zu visualisieren, wir haben das alles schon gesehen bei Herrn Welting-Fabricius. Ich breche das nochmal aufs Wesentliche runter. Es gibt in den nächsten Jahren nur noch zwei Zustände am Strommarkt. Entweder wir haben viel zu viel Strom oder wir haben viel zu wenig. Wir sehen hier rosa den Stromverbrauch in Deutschland und wir sehen die tatsächliche Einspeisung aus fluktuierenden Erneuerbaren, jetzt an einem natürlich aussagekräftigen Beispiel im August 2018 ist das mittlerweile auch schon. Aber Erzeugung und Verbrauch passt nicht zueinander. Das ist die eine Grundlage, auf die wir uns einfach, die Diskussion gibt es schon länger. Was aber auch feststeht, ist, dass wir eine disruptive Entwicklung von Photovoltaik haben. Wir haben seit über 30 Jahren mit jeder Verdopplung der installierten Leistung einen Kostenrückgang von Photovoltaik um etwa 25% und dementsprechend ein exponentielles Wachstum von Photovoltaikmodulen. Es ist heutzutage günstiger, ein Dach mit Photovoltaikplatten zu belegen, als da Dachziegel draufzulegen. Und das wird dazu führen, dass sich das noch weiter verstärkt. Und es ist vollkommen klar, dass in der Stromerzeugung eine Biogasanlage keinerlei Chance hat, gegen Photovoltaik zu konkurrieren. Und ähnlich sieht es bei Wind aus. Das heißt, wir müssen die Anlagen weiterentwickeln, um sie aus der Konkurrenz zu holen von Wind und Sonne. Und das ist genau die Arbeit, die wir machen. Die möchte ich jetzt hier mal an einem Beispiel konkretisieren, beziehungsweise ich werde jetzt das Ganze sehr konkret an verschiedenen Beispielen darlegen. Das hier ist ein Speicherkraftwerk,
Ich hole mir mal den Zeiger. Wir haben im Grunde immer das gleiche Vorgehen. Wir haben hier im linken Bereich die Biogasanlage, ganz klassische Biogasanlage, Maiseinsatz, Dauerbetrieb, kaum Wärmenutzung. Und wir haben hier in dem Gebäude mit dem roten Dach zwei Motoren an 300 kW. Und die sind im Dauerbetrieb gelaufen. Man sieht hier die dünnen Schornsteine. Und dann haben wir diese Anlage weiterentwickelt zu einem Speicherkraftwerk. Wir haben dafür 2 Megawatt elektrische Leistung aufgebaut, ein flexibles Blockheizkraftwerk, 1000 Kubikmeter Warmwasserspeicher und ein Gasspeicher, der auch etwa 8000 Kubik Gasspeichervolumen hat. Und darunter kombiniert noch ein Gärrestlager gleichzeitig ist. Und wir sehen hier im vorderen Bereich aktuell ein Hackschnitzellager. Das ist gleichzeitig eine Hackschnitzeltrocknung. Die Hackschnitzel werden hier industriell verwertet, um in weiteren Gebieten fossile Energien durch erneuerbare Energien zu ersetzen, durch Hackschnitzelheizungen. Und diese Anlage fährt mit der erhöhten Leistung etwa vierfache Leistung, bedeutet etwa ein Viertel der Zeit. Das heißt, dieser große flexible Motor fährt etwa statt 24 Stunden vorher mit Dauerbetrieb, gibt es jetzt nur noch 6 Stunden Betrieb im Jahresschnitt. Und das sind etwa 3 Stunden morgens und 3 Stunden abends, immer dann, wenn der Strompreis hoch ist und wenig erneuerbarer Strom im Netz ist, dann schmeißen wir die Motoren an, der Gasspeicher wird entladen, der Wärmespeicher wird beladen und dadurch kann die Anlage flexibel betrieben werden. Diese Flexibilisierung, wie wir sie früher genannt haben, oder jetzt Speicherkraftwerk, weil es einfach die Funktion noch stärker beschreibt oder die Kernkompetenz dieser Anlage, dann Strom produzieren zu können, wenn die anderen es nicht können. Die werden durch diesen Begriff Speicherkraftwerk einfach stärker zur Geltung gebracht und darum geht es letzten Endes auch. Wir können mit dieser Anlage sehr flexibel sowohl also den Strom bedarfsgerecht bereitstellen, wir können aber auch die Wärme bedarfsgerecht bereitstellen. Und das hat in diesem Projekt dazu geführt, dass wir in der Folge der Flexibilisierung ein Wärmenetzkonzept entwickelt haben, was etwa 5 Kilometer Wärmenetz beinhaltet. Das ist im Moment noch in der Planung. Wir sind da noch nicht in der Umsetzung. Aber wir planen hier 5 Kilometer Wärmenetz aufzubauen, um ein Dorf zu erschließen. Und das wäre im Dauerbetrieb mit dem alten Bestand kaum möglich gewesen oder zu deutlich schlechteren Rahmenbedingungen. Weil wenn ich 24 Stunden Dauerbetrieb habe, dann kann ich im Winter daraus schlecht 25 Stunden machen. Ich kann aber andersrum, wenn ich nur noch 6 Stunden Betrieb am Tag habe, kann ich im Winter 7, 8, 9, 10 Stunden daraus machen. Und damit sowohl den Strom tageszeitlich als auch der Wärme jahreszeitlich folgen. Das heißt, diese Anlagen sind in der Lage, kombiniert Strom und Wärme geführt betrieben zu werden und können dadurch durch die Flexibilisierung, durch den Umbau zu einem Speicherkraftwerk gleichzeitig ihre Potenziale im Bereich der Wärmenutzung viel einfacher und viel besser heben. Und Gleiches gilt für die Substrate. Wir sind hier aktuell in der Analyse von alternativen Substratmöglichkeiten, sei es Pferdemist oder Stroh. Wir haben auch schon Anlagen konkret im Umbau. Ich hoffe, die kommen später nochmal, wo wir die Anlagen auf Pferdemist umbauen oder auf Stroh-Reststoffanlagen, um die Vielfalt der Substrate zu erhöhen. Und in dem Zuge, weil jetzt gerade die Frage kam, sind die Mikroben, also die Mikrobakterien auch flexibel. Wir haben aktuell Projekte, die sind allerdings sind erste Pilotprojekte, die wir umsetzen, wo wir durch eine Ergänzung der Gärstrecke, indem wir eine Vorstufe davor setzen,
in der Lage sind, stundenweise die Gasproduktion hoch und runter zu fahren. Das ist eine etwas kompliziertere Technik, bringt uns aber auf der einen Seite dahin, dass wir schwierigere Substrate vergären können mit einer hohen Effizienz und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig durch diese Vorstufe im Grunde die Gasproduktion aktiv managen und hoch und runter fahren können und damit auch längere Zeiträume einen Stillstand generieren können. Diese Anlage, so wie sie jetzt steht, kann, wenn der Gasspeicher leer ist und der Wärmespeicher voll ist, etwa irgendwo 30, 40 Stunden stehen. Und wenn wir das Ganze dann durch die flexible Fütterung noch ergänzen, dann kommen wir planmäßig über ein Wochenende. Also der Wärmespeicher hat hier ein bisschen mehr Kapazität als der Gasspeicher. Jetzt haben wir hier weitere Beispiele. Die sehen im Grunde immer ähnlich aus. Wir haben auch hier eine Biogasanlage. Hier sieht man drei kleine Schornsteine. Da sind dreimal 265 kW Motoren drin. Es gibt auch noch einen Satelliten im hinteren Bereich. Der ist auch flexibilisiert worden. Das sieht man hier kaum. Auch hier ist es so, flexibler Motor wurde zugebaut. Hier ist ein externer Gasspeicher, ein externes Gaslager, was zugebaut wurde. Und entsprechend hier der Wärmespeicher, was uns hier auch dann in die Situation bringt, dass wir die Anlage hochflexibel betreiben können. Und dann können wir hier weitergehen. Es gibt auch baulich nochmal ein bisschen anspruchsvollere Standorte. Das hier ist in Kevela, mitten in der Innenstadt, beziehungsweise auf dem Freibadgelände. Man sieht hier im unteren Bereich einen Bestandsmotor, das waren 700 kW. Die waren im Dauerbetrieb im Einsatz, haben die Wärme im Freibad genutzt im Sommer und im Krankenhaus und ein paar größere Wärmekunden in der Umgebung wurden im Winter beheizt. Und hier haben wir ein Gebäude ergänzt, den Schornstein getauscht durch einen dreizügigen größeren Schornstein und haben in diesem Gebäude zwei Blockheizkraftwerke untergebracht, einmal 2 Megawatt und einmal 600 kW und können dadurch auch an diesem Standort mitten in der Innenstadt hochflexibel Strom bereitstellen. Die Wärme wird im Wärmespeicher zwischengespeichert und wir können dadurch im Grunde auch die ganz gezielt lokal sind wir technisch in der Lage, zu wählbaren Zeiten im Grunde den Strom bereitzustellen. Und solche Technologien hier in Stadtnähe können perspektivisch auch dazu dienen, die Elektromobilität zu versorgen. Wenn ich mir überlege, dass wir hier an dem Standort, was sind das, 3,5 Megawatt fast an Leistung. Damit kann man 20 Supercharger mit 175 kW Leistung gleichzeitig betreiben. Also da kann man schon einiges an flexibler Leistung, auch just in time, bereitstellen. Die Motoren sind innerhalb von kürzester Zeit auf voller Leistung und können dann wirklich sehr aktiv auch im Netz bedient werden. Dazu fehlt uns ein Stück weit noch der politische Rahmen, um diesen Fähigkeiten, die diese Anlagen haben, auch eine entsprechende Wertschöpfung zuzuführen. Also im Moment gibt es da noch keine Kopplung, aber die Technik ist da und die Technik kann das. Insbesondere hier mit 3 Motoren mitten in der Innenstadt ist das möglich. Die Notkühler, die Rückkühler, die jetzt hier nachgefragt sind, das ist aktuell zur Absicherung der Inbetriebnahme oder des Betriebes noch erforderlich. Das sind die Ladeluftkühler, die sind hier, genau, die Ladeluftkühler der Motoren hier im Gebäude, aber auch eine Rückkühlung, die für den Fall ist, dass wir die Anlage betreiben müssen, ohne dass wir eine Wärmenutzung haben. Also das ist hier so, dass wir die Wärmenutzung mit dem ersten Standort vorher schon hatten und jetzt erst im Zuge des Aufbaus des Speicherkraftwerks, das geht jetzt auch erst gerade in Betrieb,
die Wärmenutzung auch ausbauen können. Und erst wenn wir dann die Wärmenutzung komplett ausgebaut haben, werden diese Notkühler überflüssig. Die sind im Moment zur Absicherung noch vorhanden. Und wenn wir jetzt nochmal weitergehen, das ist noch eine ältere Anlage, die jetzt mittlerweile schon fast 3 Jahre in Betrieb ist. Relativ klassisch, 2 Megawatt, 1000 Kubik Wärmespeicher. Und ja, der technische Aufbau des Wärmespeichers ist vielleicht nochmal interessant. Das ist ein sogenannter Schichtenspeicher. Das heißt, ich belade mit dem Blockheizkraftwerk, mit der Motorabwärme und mit dem Abgas, belade ich den Wärmespeicher von oben und habe im Grunde so eine relativ dünne Sprungschicht dazwischen, wodurch ich sicherstelle, dass ich diese 95 Grad oder das heiße Wasser dann auch komplett nutzen kann. Das heißt, auch wenn ich den Motor 10, 12, 20 Stunden nicht betreibe und keine Wärme zuspeise, habe ich trotzdem immer noch die gleichen hohen Temperaturen. Also die Versorgungssicherheit ist mit solchem Wärmespeichersystem absolut gegeben und da gibt es wenig Einschränkungen. Hier sieht man mal einen Lastgang, wie er aussieht im flexiblen Betrieb. Das ist hier eine Anlage, die ist ein bisschen kleiner. Die hat im Moment 1100 kW flexible Leistung. Man sieht hier ganz klar diese Zeitscheiben relativ schmal, an denen mit einer sehr hohen Leistung im Grunde die Einspeisung erfolgt. Getrennt davon der Strombezug, der Eigenstrombedarf der Biogasanlage selber ist das. Und das funktioniert vollautomatisch. Die Anlagen fahren ferngesteuert hoch auf Leistung, im Grunde immer nach dem jeweiligen Strompreis. Und damit ja, entspannen sie entsprechend die Situation im Strommarkt gleichen aus und können durch diesen digitalen Betrieb sehr effektiv den Strommarkt bedienen. Wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt eine Anlage mit einer sehr hohen Flexibilität, das Ganze gibt es ja in verschiedenen oder ist baulich bedingt und technisch bedingt, habe ich verschiedene Überbauungsgrade, das heißt immer verschiedenes Verhältnis von Betriebsstunden im Jahr zu Strom, also zu Leistung, also eine hochflexible Anlage. Es gibt hochflexible Anlage, ist der Ton weg? Hört man mich noch? Ich lese hier gerade, das ist hoffentlich nur bei Herrn Böhme. Ich rede mal weiter in der Hoffnung. Ton ist gut. Okay. Dann gut. Also es gibt verschiedene Qualitätsstufen, will ich nicht sagen, sondern verschiedene Kategorien von Flexibilität. Also ich kann sehr, sehr hochflexible Anlagen aufbauen, die dann tatsächlich nur noch 500, 600 Stunden im Jahr laufen. Und dann natürlich in der Zeit mit einer entsprechend sehr hohen Leistung. Und das Ganze geht aber auch auf Anlagen, die dann bis zu 4.500 Stunden im Jahr laufen oder auch noch mehr. Und damit dann die Flexibilität darstellen. Und in Summe ist das dann dieses System dann in der Lage, Wind und Sonne effektiv auszugleichen. Und typischerweise habe ich dann meine 2 Zeitblöcke morgens und abends, zu denen ich die Anlagen dann laufen lasse. Ja, 2 bis 3 Stunden oder 2 bis 5 Stunden, je nachdem, wie die Anlagenkonfiguration dann aussieht. Was wichtig ist, das ist jetzt hier eine allgemeine Gegenüberstellung. Ich habe durch die Flexibilität, durch den Gas- und Wärmespeicher, also die Flexibilität meiner Anlage wird durch die Zeit definiert, die ich die Anlage im Stillstand halten kann. Und das wiederum wird ja definiert über die Gas- bzw. Wärmespeicher. Und eine hochüberbaute Anlage, die sehr, sehr wenig Stunden hat, ist trotzdem spezifisch, also braucht sie den gleichen Gasspeicher. Also es ist
Wie Herr Welte-Fabrizio schon gesagt hat, es ist eine relativ komplexe Materie. Das musste man auch der Branche erstmal erklären, ob ich jetzt 500 kW Dauerbetrieb habe und 500 kW zubaue, wie in dieser ersten Variante, oder ob ich dann 500 kW installiert habe und 2000 oder 1950 kW zubaue, habe ich eine komplett andere Wertschöpfung dahinter, aber ich habe die gleichen Gas- und Wärmespeicher, weil um 500 kW flexibel zu betreiben, würde ich einen einfachen Fahrplan haben, dass ich tagsüber laufe, nachts stehe mit der Anlage und dafür brauche ich dann 12 Stunden Gasspeicher Stillstand für die Nacht. Bei 2000 kW habe ich nur noch 6 Stunden am Tag und das auch nur mit den effizienteren neuen Motoren. Und das sind dann 3 Stunden morgens und 3 Stunden abends und auch da muss ich die 6 Stunden, die 12 Stunden nachts mindestens überbrücken. Das heißt, ich habe eine höhere Flexibilität, weil ich mir die Stunden aussuchen kann und weil ich auch die effizienter einsetzen kann, habe aber die gleichen, ich sag mal, sowieso Kosten, was Gas- und Wärmespeicher angeht, was ich immer brauche. Und diese größeren Leistungen führen dazu, dass ich weniger Betriebsstunden habe. Das heißt, die Anlage verschleißt langsamer, ich habe weniger Wartungskosten. Ich habe spezifisch günstigere Kosten für den Wartung und Betrieb. Ich habe bessere Wirkungsgrade, was wiederum dazu führt, dass ich Substrateinsatz reduzieren kann. Also die Anlagen werden in der Leistung deutlich erhöht und regelmäßig reduziert sich der Substrateinsatz um 10 bis 20% durch die Verbesserung der Wirkungsgrade. Gleichzeitig sind die Kosten der Anlage, was Euro pro kW installiert angeht, geringer, so dass diese großen Flexibilisierungen gleichzeitig auch also neben dem Zusatz den höchsten Nutzen für die Bereitstellung von gesicherter Leistung auch gleichzeitig die höchste Wertschöpfung bringen für die Anlagenbetreiber. Und das, was jetzt dazu kommt, das hier, das ist ja im Moment nicht so relevant, das, was dazu kommt, ist der Nutzen wenn ich die Wärme vernünftig nutze, was durch den Umbau zu einem Speicherkraftwerk deutlich verbessert wird. Und damit kann ich tatsächlich die Wärmewende systemisch voranbringen, weil ich habe eine ganze Menge Biogasanlagen in Deutschland, die bisher keine Wärmenutzung wirtschaftlich ausbauen konnten, die aber nach einer Flexibilisierung mit einer Flexibilisierung andere Rahmenbedingungen haben, die die Wirtschaftlichkeit doch wieder attraktiv machen oder diesen Ausbau eines Wärmenetzes attraktiv machen und die auch gleichzeitig, also damit kann ich jetzt neue Wärmenetze erschließen, durch die neuen Rahmenbedingungen im Gesetz, die wir jetzt haben, kann ich aber auch alternative Konzepte überlegen, dass ich diese Speicherkraftwerke im Prinzip, dass ich diese Speicherkraftwerke, die ja sowieso im Grunde bisher an die Biogasanlage direkt dran gebaut wurden, die kann ich auch genauso gut an die Siedlung dran setzen und mit im Prinzip das flexible Blockheizkraftwerk betreiben, zusammen mit dem Wärmespeicher und damit Wärmesenken erschließen. Und ich kann Biogasleitungen über mehrere Kilometer verlegen. Ich kann Biogasanlagen bündeln, das Gas sammeln und dann zentral an einem großen Speicherkraftwerk dann flexibel verstromen. Ich habe heutzutage auch die Möglichkeit, mit Biomethan die Blockheizkraftwerke zu betreiben. Praktisch heißt das, dass wir die Rahmenbedingungen haben, um theoretisch an jeder Siedlung mit mindestens 100 Haushalten, sage ich mal, ein Speicherkraftwerk aufzubauen und damit die regenerative Wärmeversorgung für alle Haushalte zu ermöglichen. Und das, was dabei interessant ist, dass das im Grunde nur ein Grundstein ist für eine intelligente Wärmeversorgung, weil dieses Speicherkraftwerk, die Blockheizkraftwerke, die haben durch diesen flexiblen Betrieb eine ganz andere Positionierung. Sie sichern das Netz ab und bieten damit in erster Linie Versorgungssicherheit
Und diese Versorgungssicherheit ist das, was die anderen Erneuerbaren nicht können. Und wenn man sich das mal vorstellt, ich stelle mir vor, hier dieses Häuschen hat vielleicht 2000 Euro an Energiekosten im Jahr oder an Wärmekosten. Niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, okay, du kriegst jetzt eine geringere Versorgungssicherheit von 95% und zahlst dafür nur die Hälfte. Also wenn ich jetzt statt 2000 Euro nur noch 1000 Euro zahlen würde, dafür aber die kältesten 2 Wochen im Jahr keine Sicherheit hätte, dass ich meine Wärme zur Verfügung gestellt bekomme, dann würde dieses Angebot kaum einer, auf dieses Angebot kaum einer eingehen. Und das zeigt, dass der Wert der Versorgungssicherheit ziemlich hoch ist, weil das bedeutet, dass die Hälfte meiner Energiekosten bin ich bereit zu zahlen, um 5% um die letzten 5% meiner Wärmeversorgung abzusichern. Und genau da rein gehört dieses Speicherkraftwerk. Das gehört in die Position der Versorgungssicherheit. Und in dem Zuge der Versorgungssicherheit kann ich in dieses System andere Systeme integrieren. Ich habe gesagt, dass wir zukünftig massive dass wir entweder zu viel oder zu wenig Strom im Netz haben. Wenn wir zu viel Strom im Netz haben, dann sind das kurzzeitig hohe Leistungen, die über spezifisch sehr günstige Power-to-Heat-Module, Elektrodenkessel, in Wärme umgewandelt werden können und genutzt werden können, um damit dann fossile Energien in den Haushalten zu ersetzen. Und dieses wiederum führt dazu, dass unser Blockheizkraftwerk einfach nur seine Stunden reduziert. Aber die Sicherheit bietet es immer noch. Das Gleiche gilt für industrielle Abwärme. Das Gleiche gilt für solare Wärme. Solarthermie ist eine super Sache, ist auch sehr günstig, hat aber nur leider den Haken, wenn ich es bei mir auf dem Einfamilienhaus auf dem Dach habe, dann ist bei der Haupterntezeit bin ich im Urlaub. Wenn ich aber ein Wärmenetz habe, was eine Siedlung versorgt, dann kann ich auch eine großflächige Solarthermieanlage so auslegen, dass ich damit 20% der Wärme im Sommer abdecken kann. Das wiederum führt zu Reduktion meiner Betriebszeiten meines Blockheizkraftwerkes. Und ich kann sicher sein, dass ich immer eine gewisse Grundlast habe, die passend ist zu der Solarthermie. Das heißt, ich kann auch Solarthermiesysteme viel effektiver einsetzen und kann die Absicherung über das flexible Blockheizkraftwerk machen. Und das Ganze natürlich so, und das zeigen unsere Projekte, dass es auch wirklich geht, das Ganze so, dass der Wärmekunde, das kann ich hier, genau, hier ist mal so eine Gegenüberstellung für den Wärmekunden. Die Nahwärme ist das komfortabelste, sauberste und die intelligenteste Möglichkeit für Bestandsbauten, zumindest wenn es eine Siedlung ist mit mehreren Objekten, eine Wärmeversorgung darzustellen. Wir haben heutzutage hochgedämmte Rohrsysteme. Wir können mit relativ niedrigen Temperaturen fahren. Das heißt, ich habe nicht wie früher oder vielleicht im Osten munkelt man im Grunde große Straßenheizungen, sondern ich habe wirklich hocheffiziente Wärmeverteilungssysteme mit Nahwärme, die ich aufbauen kann. Ich habe im Haus nur noch eine schlanke Box, die den Öl- und Gaskessel ersetzt. Ich habe hier keinen Schornsteinfeger mehr, keine Emissionsmessung, keine Tankreinigung, keine fossilen Energien. Den höchsten Komfort, also die Wärmeversorgung über eine Fernwärme, jeder, der eine hat, der weiß, dass das eine sehr komfortable Lösung ist. Und so wie wir im Moment die Projekte aufbauen, schaffen wir es in der Regel, dass wir dem Bestandskunden, der die alte Öl- oder Gasheizung hat, die gesamten Investitionskosten bis einschließlich der Übergabestation erlassen, die gehen alle ins Projekt rein, da wir im Moment auch eine attraktive Fördersituation haben. Und damit ist die Nahwärme absolut unschlagbar gegenüber Alternativen. Wenn ich ein Einfamilienhaus stattdessen mit Pellets betreiben möchte, habe ich höhere betriebsgebundene und höhere kapitalgebundene Kosten. Wenn ich Solarthermie habe, dann habe ich, wie gesagt, in der Haupterntezeit bin ich nicht vorhanden oder bin ich im Urlaub.
und brauche auch eigentlich gar nicht so viel Wärme. Heizöl und Erdgas ist ein Auslaufmodell. Ich denke, da sind wir uns hier in der ganzen Runde einig. Das muss ersetzt werden, darum geht es. Und da hat die Nahwärme über Speicherkraftwerke ergänzt durch diverse alternative Energiesysteme, erneuerbare Energiesysteme, einen Riesenvorteil. Ich habe hier Wärmepumpen irgendwo gelesen. Natürlich ist auch die Wärmepumpe ein idealer Baustein, der ein Speicherkraftwerk intelligent ergänzen kann. Und die Wärmepumpe kann hervorragend in der Grundlast arbeiten, als eine Möglichkeit. Und wenn es genug Stromüberschüsse gibt, auch entsprechend flexibel, um in dem Bereich dann in optimalen Betriebspunkten die Wärmeversorgung zu optimieren und das System weiter zu optimieren. Ich habe hier nochmal ein Beispiel. Das hier ist eine Anlage in Zermin. Da haben wir hier zwei Biogasanlagen, die eine Wärmeleitung durch den Ort gelegt haben. Das hier ist Zermin, das ist Tuto. Wir haben hier aktuell nur an der Hauptleitung größere Objekte angeschlossen und haben aber mit dieser Hauptleitung im Grunde schon einen ausreichenden Querschnitt, um das weitere Erschließungsgebiet jetzt in der zweiten Phase zu erschließen. In dem Zuge werden wir hier noch deutlich mehr Leistung aufbauen über diese beiden Biogasanlagen hinaus. Und genau, wir haben aktuell Biogas und Holzhackschnitzel. Das ist auch eine sehr gute Kombination hier, die sehr gut funktioniert, sich gut ergänzt, aufgebaut, um dieses Gebiet zu versorgen. Und aktuell sind die Rahmenbedingungen denkbar günstig für eine Versorgung mit Wärme, also für den Aufbau von Wärmenetzen. Wir haben zum einen, ich glaube, seit November hat sich der Heizölpreis um 50% oder eine ähnliche Größenordnung erhöht, also massiv teurer geworden. Wir haben die CO2-Steuer, die dazu kommt. Und wir haben auf der anderen Seite die Förderung von Wärmenetzen, die sehr, sehr attraktiv ist. Also in diesem Projekt ist es tatsächlich so, dass das Wärmenetz nach Förderung, nachdem wir es aufgebaut und realisiert haben, hat das Nahwärmenetz schon einen Wert, der ungefähr dem Doppelten entspricht von dem, was nach Förderung überhaupt noch investiert werden musste. Das heißt, das ist dadurch, dass man Nahwärme auch als langlebiges System aufbaut, ist das eine sehr attraktive Möglichkeit, aktiv einen Beitrag zu leisten für ein erneuerbares Energiesystem, um Öl- und Gasheizungen direkt durch fossile Energien zu ersetzen. Und ja, letzten Endes, wir reden alle immer sehr viel von Energiewende und davon, dass man was tun muss. Aber in dem Moment, in dem ich einen alten Öl- oder Gaskessel dauerhaft abklemme und auf den Schrott werfen kann, und damit schaffe ich einen Verbraucher weniger, der Öl oder Gas, also fossile Energien, verbrennt. Und das ist schon eine Sache, die man sehr gut anfassen kann, die nicht theoretisch ist, die sehr praktisch ist und sehr, sehr gut funktioniert. Und mit den flexiblen Speicherkraftwerken, wir haben ja insgesamt mittlerweile über 100 Megawatt an flexibler Leistung aufgebaut in Deutschland. Wir haben einige Kilometer an Nahwärmenetzen aufgebaut. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel in Wanfried, wo wir diesen Winter mit der Wärmeversorgung gestartet sind. Und das ist interessant. Ich glaube, ich bin fertig jetzt, ne? Mit der Zeit. Adi? Ja, schon länger bist du fertig. Okay. So. Ja, ich dachte, es meldet sich jemand, so lange rede ich weiter. Gut, dann danke ich und gebe weiter oder